Remnant from the Ashes. Es ist ein wunderbares Game. Und in der letzten Episode haben wir den Rudelboss besiegt und seine Hündchen, die uns richtig gut zum Schwitzen gebracht haben. Wie durch ein Wunder habe ich es dann beim zweiten Versuch dann geschafft, aber es war hart. Also es war... Da gab es schon einiges zu tun. Ich musste mich viel, viel bewegen und gerade der Alpha-Rüde war dann schon auch sehr gefährlich. Wir sollen jetzt den König finden, den ewigen König. Und das machen wir mal. Wir haben auch Questgegenstände auch schon bekommen. Vermutlich kann man damit dann die Barriere, die in der Nähe des Händlers ist, auflösen. Vermutlich. Wir haben in Station 13, in der untersten Ebene gibt es auch noch etwas, einen Bereich, der auch so ein Modul erfordert, das wir haben. Jetzt zeige ich mal, was ich meine, das hier. Das sieht so ähnlich aus. Wir haben jetzt hier den Kontrollstab und den leuchtenden Stab. Beim leuchtenden Stab steht noch dabei, könnte ein Teil eines Sets sein. A.k.a. ist ein Teil eines Sets. Und vielleicht brauchen wir jetzt eben noch ein drittes Teil. Dann können wir einen Kontrollstab, leuchtenden Stab und was auch immer Stab zusammensetzen. Das war gut eingeheizt. Das ist wunderbar. Mir gefällt die Welt hier. Die ist nochmal gut härter. Zum Beispiel haben wir auch hier wieder einen Abgrund. Ich bin ganz selten gestorben im Solo. Mal bis auf die 7-8 Runden, die ich gegen Blutfaust hatte alleine. Bis ich mal geblickt habe, wie ich ihn am besten alleine besiege. Und jetzt, seitdem ich in der Welt bin, bin ich mindestens dreimal durch Abgrund gestorben. Das war jetzt das dritte Mal. Das ist auch geil. Vor allem so, in der ersten Welt gab es überhaupt keine Abgründe. Also nicht, dass ich irgendwelche gesehen hätte. Und wenn man da dann so konditioniert wird, dann achtet man auch irgendwann nicht mehr auf Abgründe. Ne? Also, das rächt sich. Aber egal. Ihr kriegt bei mir hier ungefilterte Let's Plays. Deswegen wird das hier nicht rausgeschnitten oder sonst was. Diese Fails, die müssen drin bleiben. Wobei auch der erste Sturz im Abgrund, ich glaube es war in der letzten Episode, war schon auch sehr witzig. Also, zumindest bin ich elegant in den Abgrund runter. Muss man auch erstmal nach. So. Gerade eben hatten sie sich hier irgendwie von hinten angestichen, wie auch immer. Die sind auch von der Seite gekommen. Ja. Aber die hier, die Kollegen, kommen meist im Rudel auf, Assis. Ja, ich habe auch noch mitgenommen. Jo, dann sammeln wir hier das Altmetall ein. Rechts ist das Altmetall ein. Die Mats sind ja schon sehr wichtig. Das Schöne ist aber, finde ich, dass es hier nicht zu viele Mats gibt. Es gibt Spiele, da wird man, finde ich, mit Mats überschwemmt, wo ich überhaupt nicht mehr klarkomme, nicht mehr weiß, was brauche ich jetzt für was. Oh. Damit wird das Drachenherz erweitert. Das Drachenherz heilt uns. Davon haben wir aktuell 4. Wenn ich das Amulett trage und nutze dann ein Drachenherz, dann werden auch die Divas aufgehoben. So, hier, das war der unschöne Abgrund. Das ist natürlich mächtig. Damit spare ich mir die ganzen Tränke. Ölelixier, Elixier des schweren Wassers und. Das ist natürlich super praktisch. Kann man mal machen. Rüste ich auch noch nicht aus, weil das Amulett, das ich aktuell trage, erhöht meine Nachladegeschwindigkeit und meine Feuerrate. Und das ist natürlich wichtiger, aber... Kannst du bei Bedarf, kann ich das einfach kurz slotten und dann einfach umsetzen. Hier ist schon mies. Hier kommen sie häufiger mal dann einfach wieder von hinten. Das ist ganz, ganz selten in der ersten Welt passiert.
Die Helme schützen die recht gut, deswegen ist es besser, auf den Körper zu schießen. Wobei ich kann den Helm wegschießen, wenn man auf den Frau schießt. Aber irgendwie haben die sowieso so einen Brachialschädel, dass das fast schon überhaupt keine Relevanz hat. Irgendwie, das juckt die nicht. So, bloß gescheit umgucken. Ich bin jetzt schon so halbwegs lapidar unterwegs eigentlich. Geschmiedetes Eisen ist wertvoller als es klingt. Mittlerweile haben meine Ausrüstungsteile so hohe Werte, dass sie geschmiedetes Eisen benötigt. Das normale Eisen bringt mir nicht mehr viel. Ich bin die ganze Zeit im Grübel. Im Koop-Modus haben wir gegen einen riesigen Baum gekämpft. Einen riesigen Baum. Mit den Ads, also nicht den kleineren Baum, sondern den riesigen Baum. Im Solo-Modus kann ich mich nicht erinnern, gegen ihn gekämpft zu haben. Das irritiert mich. Aber das Ding bei Remnant from the Ashes ist ja auch, dass es halt eben die Gebiete neu aneinander reiht. Also beziehungsweise die Aufteilungen umsetzt. Ich will nicht sagen prozedural, sondern eher zufällig modular. Ähnlich wie ihr das früher bei Diablo 1 hattet. Also sagen wir so bestimmte Räume, die bleiben gleich, aber die werden dann wie in so einem Mosaik, werden die dann zusammengesetzt. So, und was mich jetzt auch wieder wundert ist, hier war ich doch schon. Das Labyrinth macht mich fertig. Also es sieht so aus wie der Ort, an dem ich schon war, aber die Karte hier ist nicht aufgedeckt. Und ja, die Karte bleibt aufgedeckt, wenn man an einer Stelle war. Und dann auch rausgeht. Deswegen, weil das hier ist genau der Punkt, an dem ich runtergeflogen bin. Das erste Mal. Und dann auch das zweite Mal. Aber von unten. Von hier. Von der Seite. Muss ich zu meiner Verteidigung sagen. Aber gut. Ja, hier ist schon ein bisschen anders, wenn ich mich richtig erinnere. Dass nie nur ein Totenschädel da. Das ist schon ein anderes Gebiet. Aha, auch gute Reflexe der Dude. Vielleicht ist das Ding auch voll. Aber wenn man mich trifft. Ja, wenn ich aber umkicken kann. Ganz schön viel. Nervig. Muss auch die Abbrille aufpassen. Hier sind meine Gegner. Explosive Gegner. Da habe ich von der Runde geflogen. Dafür ist halt der Granatwerfer echt super. Ah. Wenn wir noch jetzt im Start sind. Auch der Feuerwerfer hier. Wunderbar im Einsatz. Stellen Sie jetzt und Sie bekommen noch einen Feuerwerfer dazu. Plus Benzintank. Hier auf Weapon QVC. Und wer zwei bestellt, bekommt noch eine BFG dazu. Handsigniert. Obwohl es nicht.
Böse, böse, böse. Bin echt gespannt, wie es in Welt 3 aussieht, weil von Welt zu Welt ist es jetzt alles haariger geworden. Ich begrüße ja die Herausforderung, aber da geht schon gut was. Gehen wir da hoch oder da unten? Na, da unten. Ja, ich habe keine Munitionskiste mehr. Am nächsten Checkpoint sollte ich Station 13 zurück. Schön, dass sie so dumm sind. Genau, also hier auch der Abschnitt ist wie auf der anderen Karte. Ja, da hinten habe ich es auch blau leuchten sehen. Ich sammle hier nur kurz ein. Aber das ist schon ein anderer Abschnitt. Aber da merkt man, da haben sie ab und zu mal einfach Gebiete oder Räume geklont. Und sie dann so umgesetzt. Ich habe doch gerade irgendwie hier. Wollte gerade sagen, ich habe doch was Blaues gesehen. Bin ich nicht total doof. Oh ja, aufgestiegen. Schaden, Mod-Aufbaurate. Mod-Aufbaurate. Also ich pumpe hier mal noch einen rein. Hier pumpen wir jetzt auch mal noch einen rein. Hier ist aber weiterhin Kondition. Gesundheit. Von denen. Wo sind seine Buddies? Ich will nicht erzählen, dass er hier allein ist. Ja. Da habe ich ja gerade was gesehen. Ja. Ja. KI. Künstliche Intelligenz, in dem Fall KD. Oho. Ist er gerade durch die Wand? Ja. Ich bin froh, dass sie nicht antizipieren können. Ah, wieder so ein Mage. So, das wäre jetzt hier. Wollen wir es mal kurz testen. Zack. Und wir haben noch ein wenig Resistenzen gegen das, was wir jetzt gerade geheilt haben. So, nervst mich. Das war übel. Der einzige Nachteil vom Feuerspeier, der war hier, ist halt echt schon, dass man das Flammenwerfermodul halt hart verdrahtet hat. Also ich würde schon gerne mit anderen Modulen ausstatten. Flammenwerfer ist zwar cool, aber so Selfie und so ist halt zwischendurch schon viel hilfreich für mich. Das heißt, es wird Momente geben, bei denen ich auf die Maschinenpistole wechseln muss. Ein Vorteil von dem Flammenspeier ist, dass er halt eben ersetzt die Flammenpatronen oder so von Haus aus. Flammenpatronen verschießt.
leer. Da ist der Ausgang. Und auch ein Mage, das wird jetzt richtig. Das bin ich wirklich in Schwierigkeiten, ja. Und das Wasser. Muss da weg. Das überlebe ich nicht. Eigentlich keinen Bock, den Abstieg nochmal zu machen. Und da sieht man halt, der Flammenwerfer ist halt schon mächtig. Gut Schaden, also gerade noch so gerettet. Das ist halt schon ein Problem, dass hier die Räume so eng sind. Aber hätte ich jetzt echt fast das Zeichen gesegnet und ich kann mich nicht mehr heilen. Null nada. Es ist aber auch nicht mehr weit. Dann berle ich mich jetzt da durch. Das ist leider so in dem Spiel, dass die Gegner, dass die Angriffe der Gegner, also solche Nahkampfangriffe, durch die Wände durchgehen. Da gibt es keine Physik dahinter. Das war bei Blutfaust, das ist das besonders böse, weil man sich gerade bei den ersten Malen, wenn man gegen kämpft, in Sicherheit wähnt und dann ballert da einem eine rein durch die Wand. Und man wird demoralisiert. Oh, hier haben wir noch Granatwerfer. Auch nicht mehr. Oh, gut. Gehen wir durch das Licht. Jo, ansonsten aktuell zocke ich ja noch Greedfall. Und keine Sorge, auch Judgment wird auch weiter gezockt. Das werde ich immer wieder mal so zwischen reinschieben noch irgendwie. Spider-Man zocke ich auch. Die Episoden halte ich aber noch auf Platte. Leo hat jetzt erstmal dann Greedfall und Remnant from the Ashes. Und ja, MMO-technisch muss man gucken, was immer mal so zwischendrin reinkommt. Russland wird jetzt demnächst ja Lost Ark in die Beta gehen. Wer also sich für Lost Ark registrieren will in Russland, kann das machen. Ganz normal mit seinen ganz normalen Daten. Über la.mail.ru. Ihr müsst euch dort ein Mail.ru-Konto anlegen. Und nutzt am besten Google Chrome Browser dafür, weil ihr dort dann per Rechtsklick auf die russische Webseite sagen könnt, übersetzen und dann übersetzt ihr euch die Seite und Unterseiten und so weiter. Das vereinfacht euch natürlich einen Registrierungsvorgang. Ich habe viel. Ja. Zum Spielen selbst werdet ihr aber trotzdem VPN zumindest benötigen, weil es einen IP-Block geben wird. Aber ich habe jetzt nichts davon gehört, dass es irgendwie Probleme gibt, wenn man sich jetzt mit nicht russischen Daten anmeldet. Da sind die Russen sind eigentlich eine relativ locke. Und Materialien, ich könnte massig Eisen verkaufen. Bis zum nächsten Mal. Hallo, auch gerade keine Goldprobleme, deswegen. Du hast den. Was war das? Was für ein Ab. Wie viele Rätsel sich. Da arbeitet man so viel. So, wir brauchen Munitionskisten. Kopf hoch. So, dann gucken wir, dass wir unser Equipment noch upgraden. Episode endet dann aber auch, also wer jetzt sie sagt, da will ich jetzt nicht mehr zugucken. Bis zur nächsten Episode. Ich schaue jetzt ganz kurz noch, habe ich überhaupt genügend gespieltes Eisen, um zumindest ein bisschen was abzubringen. Genügend. Feuerspeier und halt auch fürs Jagdgewehr, das erhöhen wir jetzt auf jeden Fall. Die Maschinenpistole ist sogar gut, da brauche ich nur normales Eisen. Das nutze ich auch. Ah, kein geschmiedetes Eisen, bitte. Fallschwert nicht so wichtig. Hier waren 700. Und hier Kapuze des Jägers. Und definitiv jetzt auch mehr Rüstung. Jagdgewehr ist auch super wichtig. Meine Primärwaffe. Und jo. Das war jetzt eine weitere Episode von Remnant from the Ashes. Und in der nächsten Episode geht es weiter.
Ich freue mich drauf. Konnichiwa.